Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft Try Jump. Heute zusammen in der Teamvariante mit dem guten alten Herr Bergmann. Oh, was ist da denn los? Alter, der Zylinder, der Zimbelmann. Der Zimbelmann, ja. Das ist ja cool. Ist das auch eines der neuen Module? Das ist auch eines der neuen, genau. Zusammen nice mit Edgar, das bestimmt auch gleich kommt. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, denn meine Damen und Herren, es gab mal wieder ein schönes Modul-Update. Und es gibt auch neue Items im Deathmatch, unter anderem Tränke oder auch, ich weiß nicht, was da noch alles dazu gekommen ist. Böde Deathmatch Arena und. Ah, okay. Genau. Das hört sich ja eigentlich ganz geil an. Alles selbst gebaut, habe ich das. Also selbst gebaut. Ah, du hast also, okay. Und ja. Natürlich. Das glaube ich dir direkt. Oh, da wäre ich fast ein bisschen gestolpert. Oh Mensch, ey, ich habe ein bisschen Kohldampf. Ich hatte mir heute Morgen leckeres Rühreichen gemacht. Echt? Aber das hält bei mir immer nicht lang an. Ich krieg dann relativ schnell wieder Hunger. Da stellt sich mir doch die Frage, wieso habe ich davon nichts mitbekommen? Von dem Rührei. Wieso? Junge, bin ich deine Köchin oder was? Nee, aber du kannst ja wohl mal kurz klingeln und sagen, ey, Baggy, ich habe noch was übrig. Ich hatte ja nichts übrig. Ich bin ja, dann macht man mal ein bisschen mehr. Ja, kann ich ja nicht. Wieso? Die Pfanne ist zu klein. Hast du eigentlich eine Crepe-Pfanne? Eine Crepe? Nee, woher soll ich denn eine Crepe-Pfanne haben? Ja, hätte sein können. Bist du kein Crepe-Fan? Nee, bin ich. Also ich esse Crepe auf jeden Fall und der ist auch lecker, aber ich würde mir jetzt, das mache ich mal, wenn man irgendwie auf so einem Straßenfest oder so ist, dann isst man mal einen Crepe. Aber ich wache jetzt morgens nicht auf und denke mir, Alter, Peter, du brauchst jetzt unbedingt einen Crepe. Aber Gott sei Dank habe ich die Crepe-Pfanne. Ich garantiere dir, spätestens in einer Woche wachst du auf und wünschte dir, du hättest eine Crepe-Pfanne. Weil ich den Gedanken jetzt Inception-mäßig bei dir implementiert habe. Ah, das ist natürlich interessant. Da kauft die Dinger nämlich im Teleshopping. Hast du denn so eine Crepe-Pfanne? Nein. Ich verkaufe die Dinger, ich vermarkte die Dinger nur. Ah, also, okay. Genau. Das passt. Alter Schwede, wir haben eben gerade schon mal eine kleine Runde zumindest probiert aufzunehmen. Und das hat Birgit mich ein bisschen vorgewarnt und er meinte, jo Junge, dieses Modul, was wir gerade hatten, das ist das längste. Und ich bin ja immer für so einen guten alten Fail gut. Oh, ach nee, das Ding hier. Ach, Köpfe stoßen, meine Damen und Herren. Da hatten wir doch schon festgehalten, dass wir das nicht können. Aber gibt's da bei dem Dev-Kram gibt's eigentlich gar kein Köpfe stoßen Ding? Nee, bei Klassenausflug aber. So weit bist du schon? Ja, aber da habe ich es geschafft. Los? Aber ich hab's noch. Oh! Weltklasse, meine Damen und Herren. Ohne Kopfstoßen. Jetzt das hier. Nein! Kurz vorm Ziel? Nein, ich hab. Oh Gott, da kann ich ja niemandem zeigen. Oh Gott, ein klassischer Pidizzle, Alter. Ich hab aus Versehen, ich wollte hier was markieren. Das ist so richtig wie bei Minecraft Freedom, wenn ich eine Granate in der Hand habe. Dann werfe ich die auch immer aus Versehen. Ach, das gibt's doch nicht. Aber hast du aus Versehen das Item benutzt? Ja, oder genau. Okay. Das ist ein Classical Pidizzle. That's my jam. Das ist mein Lifestyle. Ja, da war ich sogar dabei mit der Handgranate. Oder ist es so oft passiert, dass man ja, da es ist, nicht... Ja, es ist tatsächlich okay. Schon. Bei einmal warst du auch dabei, aber das ist... Jetzt habe ich mich hier aber auch gerade so... Oh, da habe ich dich auch gesehen, gerade aus dem Augenwinkel. Ja, ich komme bei diesem Eisprung gerade nicht weiter. Ja, das war nicht mein Problem. Und da kurz dahinter. Zack. Okay. Sodele. Oh, ich sehe dich, ja. Ja, wir sind ja... Wie gesagt, Leute, in der Team-Variante. Das bedeutet, genau. Wir sind momentan echt souverän da. Wir führen. Front. Aber das kann sich ja immer ganz schnell ändern, wenn man da... Ich muss das Ding mal aus der Hand nehmen. Oh, schon wieder. Okay, jetzt geht's rund. Oh, habe ich den eiskalt übersprungen? Komm schon, okay. Klassenausflug. Bitte Klassenausflug. Übrigens ein lustiger Bug bei dem Survival Games. Unit, ja. Da kannst du dein Insta-Tod kannst du in die Kiste legen. Kriegst du dann nicht wieder. Nice. Das ist ein kleines Feature. Das ist, okay. Die Tipps und Tricks mit Birgie. Genau. So, jetzt haben wir das jetzt auch endlich mal geschafft hier, meine Damen und Herren. Das gibt's doch nicht. Birgie ist da hinten. Ach Mensch, das Modul. Das gehört ja auch zu meinen Lieblingen. Das ist wirklich, da hab ich zum Fressen gern, weil ich hänge immer hier. Oh. What's going on? Muss ich da auf die Kiste? Nee, oder? Nee. Hast ich hab's geschafft. Genau. Nice. Ach nein, und dann kommt das, Birgie. Was ist denn da los? Das haben wir nämlich bei Birgie. Könnt ihr auch gerne mal auf seinem Channel vorbeischauen, denn dort kommen in den nächsten Tagen vielleicht ein paar Videos mit dem guten alten Pidizzle. What? Und da haben wir auch dieses Modul gespielt, was ich eigentlich
ein bisschen besser drauf habe, als ich es hier gerade präsentiere. Jetzt also wenn du den Sprung da schaffst, das gucke ich mir jetzt mal an. Wie du den, nee, du hast auch schon die gleiche Variante. Ich habe jetzt auch schon die. Ja. Ich hab die schnell gesammelt. Ja, wie Payback-Punkte, ey. Zack. So, jetzt müssen wir hier rein und dann... Geronimo! Ja, wie wir aber wirklich auf einer Höhe sind, das ist unfassbar. Ja. Ach, man! Hey! Hey, geil, das kenn ich doch. Ja. Ich tendiere schon fast dazu. Obwohl, nee, warte. Ja. Direkt die Dreier jetzt nehmen. Ja, genau, direkt die Drei voll zu machen, obwohl... Oh, jetzt habe ich sie hier. Oh. Alter, gedizzelt. Oh. Guck mir jetzt mal ein bisschen an aus der Entfernung hier. Oh, Alter! Ja. Ah, das sah gut aus. Ja. Toll, also ich hab so, du sprengst links um den. Nee, den eigentlich links. Gar nicht. Aber ich habe es einfach mal probiert, Alter. Weil ich das eben das letzte Mal. Okay. Ah, okay. Mensch, ey, das ist einfach ein Pergi! Biggie, soll what ich is going on? Do it, bevor die anderen noch mehr Punkte sammeln. Probier's doch nochmal schnell. TNT, ja, Peter, 73. Ja, mache ich, Biggie, Alter. Mit dem 360, Alter. Nice. Das ist kein Problem. Okay, wie viele Points hat Peter? Oh, 2400. Das ist nicht schlecht. Wieso hast du mehr als ich? Ja, weil ich ein krasser Boy bin. Ja, okay. Ich weiß einfach, wo der Frosch die Loggen hat. Ja, hast vermutlich mehr Module direkt in der Hard-Version geschafft. So, warte mal. Ich werd einfach hier... Rödeln, krieg ich verzaubern. So. Ich krieg nie zwei Verzauberungen. Alle anderen immer, aber ich nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt mal. Jawohl, Chef. Ah, Rückschuss 2. Da kann man natürlich die Kombos nicht so richtig raushauen. Das ist natürlich problematic. Extra Herzen? Ja, komm, gönn dir, Pidisse. Gönn dir und ein bisschen was zu essen. So. Ich nehme den Bogen, Alter. Das will ich jetzt auch ganz kurz nochmal den Leuten zeigen. Hier sind eben die Tränke. Werfbarer Trank der Heilung. Ist eigentlich auch ziemlich nice. Nahrung. Ja, da ist noch alles. Beim Alten, willst du einen Screen oder was? Hast ich das direkt hingestellt? Ich weiß ja nicht. Also ja, können wir gerne kurz machen, Bergi. Ja, danke, wenn dessen ich slash skip eingebe. Oh, Screen. Ja. Oh, okay. Wo, du bist TNT-Peter? Oh Gott. Warte. Ja, ich bin TNT-Peter. Ich glaube, ich sehe dich sogar, ich bin hinter dir. Ah, ich sehe dich. Ja. Ach, ja, hi, Bro. Okay, jetzt sind wir... Okay, da vorne ist einer in der Ecke. Okay. Okay, oh Gott. Bist du eigentlich so ein Angeltyp irgendwie? Nee, gar nicht. Hinter dir, Bergi, Vorsicht! Oh. Er hat scheinbar kein Schwert. Er wirft Äpfel. Er hat einen Apfel. Ich habe zwei Äpfel bekommen. Ich habe hier einen, der ohne Kopf. Ja, dich auch. Hä? Ja, der Alter. Gönn ihn. Oh Gott, ich habe kurz dich getroffen. Kriegst du ihn hin? Ja, ich habe noch ganz gut HP. Okay. Aber er versucht uns mit der Angel wegzuhalten. Das schafft er auch sehr, sehr gut. Jetzt kommt er. Oh, jetzt kommt es da zum Kampf, Alter. Ah, dich hatte ich doch eben schon, du Willi. Oh Gott. Komm her. Ho! Junge, da will er abstauben. Junge, nicht mit mir, da habe ich ihn weggeholt. Du mieses Mann! Was ist los, Bergi? Alles gut, Alter, alles gut. Ich laufe hier gerade so ein bisschen rum. Ah, da sehe ich dich ja sogar. Genau. Tag Team, schieß ihn ab mit Bogen. Oh, nice. Oh Gott. Komm her. Ach Mensch, du mit deiner blöden Angel. Ich schwöre dir, ich werde dich finden. Lass mich in Ruhe. Oh nein, sie gehen zu zweit auf mich drauf. Hey, ich bin gleich da. Oh Gott, nein. Oh, da haben sie mich zusammengerödelt. Oh, da sehe ich nochmal Bergi, der jetzt... Oh, ja, das bin Mann. Ich. Alles gut, Alter. Okay, ich glaube, ich werde auch nochmal... Es sind ja nicht mehr ganz so viele da. Ich esse mal... Achso, oh, muss ich mich so erschrecken. Okay, lass uns da nach unten zu den beiden. Okay. Das sind die Angel-Bros. Ich habe auch einen Goldapfel, den ich dir spendieren könnte. Aber du hast gerade einen drin, ne? Oh Gott. Ja, genau. Oh Gott. Sauber. Warte, sonst booste mich, indem du mich schlägst. Genau, sauber. Danke. Oh. Ach, Mann, ey, der läuft dann immer weg und dann dreht er sich gleich wieder um mit der Angel. Ja. Oh, den hast du... Oh, er war gut abgekürzt jetzt. Ja, aber... Oh! Ja. Schön. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, in der... Kommst du von der anderen Seite? Ne, ich habe gerade selber einen Kampf. Achso, okay. Ich hab den eigentlich. Oh Gott, jetzt hält er mich. Okay. Noch ein Leben, jetzt muss ich echt aufpassen. Oh ja, das stimmt. Ist da einer auch hinter mir? Nee. Ich hab noch zwei, aber. Ich krieg den halt einfach nicht und der reckt die ganze Zeit, weil er halt die Angel hat. Da müsste es vielleicht mal einen Cooldown geben oder sowas mit der Angel, dass man die nicht spammen kann. Ja, komm! Nice! Jetzt komm! Jawohl, er ist tot! Und jetzt kommst auch du in Jol! Und jetzt Bergi dran! Komm her! Nein.
Oder snack er den ab, oder geht er in die Ecke, oder geht er in die Ecke, oder wird er hochgehalten? Ich hab Fleisch, okay. Ich hab auch eine Angel. Jetzt hole ich mir das damit, Alter. Jetzt denke ich auch hier mit der Angel. Aber der eine hatte, da sind noch Pfeile gedroppt. Ja? Ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich muss recken! Ah! Wie komm her! Nein, niemals, Alter. Nein! Jawohl! Du hast auch die Angel benutzt, du Arsch, Alter. Das war doch eine nice Runde von Minecraft Tri-Jump. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut unbedingt bei Herr Bergmann vorbei, der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein!